Mailpiler ist so ein nettes Produkt, oder? Ah, ich habe jetzt 3 Stunden aufgewendet, habe das Ganze irgendwie nochmal ans Laufen gekriegt, habe es bei Hetzner nachgebaut und. Aber ich möchte euch erst einmal ganz kurz mit ein bisschen Theorie langweilen. Dafür habe ich ein schnelles Bild gemalt. Einfach mal, um zu verstehen, was passiert denn überhaupt, was ist denn überhaupt da geplant und wie läuft das mit dem Mailpiler. Also ganz klar, Mailpiler ist ein Mailarchiv. Da gehen die E-Mails alle hin, egal ob gelöscht oder nicht gelöscht in deinem Postfach. Erstmal generell müssen die da alle hin. Und nicht nur die Empfangenen, sondern auch die Gesendeten. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich empfange jetzt eine E-Mail. Ich möchte euch das Praxisbeispiel. Jetzt habe ich Schluck auf. Einfach mal nahelegen. Eine E-Mail kommt rein. Die kommt zu eurem Mailco. Euer Mailco sagt, yo, diese E-Mail gehört mir. Und dann passiert erstmal Folgendes. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich euch als allererstes zeigen. Der Mailco sagt, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, nehme ich diese E-Mail, hänge dann BCC dran. Ich nehme diese E-Mail und sende die direkt weiter. Das zeige ich euch mal eben direkt. Nämlich unter dem E-Mail-Setup. Unter Adressumschreibung steht nämlich jetzt das hier und Folgendes drin. Ich mache es mal ein bisschen größer für euch, dass wirklich alles, was gesendet wird und alles, was empfangen wird von der Domäne apicloud.de, jetzt weitergeleitet wird an das archive@mailpiler.apicloud.de. Klar, ihr könnt es euch schon vorstellen, mailpiler.apicloud.de ist halt eben die zweite Maschine, die ich hier ausgerollt habe auf der Hetzner Kiste. Ne? Das heißt, es passiert nichts anderes, das werden wir uns jetzt gleich auch live angucken, dass wenn eine E-Mail reinkommt, Mailco sofort sagt, ey, Vorsicht, hör mal, die E-Mail muss aber auch BCC-technisch erstmal da bitte hin. Und das ist der Mailpiler. Deswegen hier der zweite Pfeil, der halt eben wirklich sagt, alles klar, ich schicke das wieder in die weite Welt. Und die weite Welt landet dann im Endeffekt auf dem Mailpiler. Der macht nichts anderes, diese E-Mail entgegenzunehmen. Der fasst die nicht an oder sonst was. Da steht auch nichts anderes drin. Da stehen wirklich immer noch Sender, Empfänger genau gleich drin. Man ist ja nur auf BCC. Ne? Und packt die halt eben dann ganz normal in sein Archiv und legt die da ganz normal ab. Sehen wir auch gleich, wie das Ganze im Endeffekt aussieht. Jetzt kommen natürlich die ersten Fragen, warum schickst du das denn übers Internet und so? Sage ich euch ja, ich habe extra hier schon mal dieses orangene Pfeilchen eingemalt, weil das natürlich eigentlich nicht das Ziel sein sollte, das Ganze wieder übers Internet zu pumpen. Glaub mir, nach meiner Einrichtungspanik jetzt hier gerade eben, war das jetzt der einfachste Weg, das einfach mal wieder übers Internet rauszupumpen. Denn natürlich der logischste Weg wäre, das bei mir in meinem Netzwerk zu behalten und dann lokal zuzustellen. Aber ganz ehrlich, ich hatte jetzt gerade eben hier ein bisschen Probleme mit Docker und Namensauflösung und was nicht alles. Der wollte einfach intern über das Netzwerk von Hetzner Cloud das einfach nicht zustellen, weil meine Namensgebung nicht passte und. Und deswegen hatte ich gerade eben auf die Schnelle gesagt, weißt du was? Fick dich, ich schieb das jetzt übers Internet und dann hat das auch sofort funktioniert. Alleine wegen der Namensgebung. Aber trotzdem, Ziel sollte natürlich sein, wenn ihr das hier productive nutzen wollt, das Ganze natürlich lokal übers Netzwerk dann einfach zum Mailpiler zu schicken, den am besten auch gar nicht von außen erreichbar zu machen, denn es ist euer Mailarchiv, der sollte von außen gar nicht erreichbar sein. Ne? Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig mit dem Mailpiler, weil der steht ganz grandios irgendwie auf seinen Hostname, fragt mich nicht wieso, aber egal. Wenn er einmal erreichbar ist, funktioniert das wunderbar. Also nochmal ganz schnell zusammengefasst, E-Mails kommen zum Mailpiler, indem die vom BCC, vom Mailco oder von eurem Mailserver, wie auch immer, da reinkommen. Das ist aber Variante 1. Es gibt natürlich noch mehrere Varianten und dafür gibt es das Tool, was man ja auch bei der Installation kompiliert, das sogenannte Piler Import Programm. Und da gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man in den Mailpiler die Daten reinbekommt. Generell würde ich jetzt erstmal sagen, ein bester Weg ist natürlich das mit dem BCC. Dann ist man nämlich raus, die Daten landen einfach auf dem Mailpiler. Mailpiler grabbt automatisch alle 30 Minuten, kann ich euch auch gleich zeigen, nach den neuen Dateien und nimmt die dann ganz normal in sein Archiv auf. Was Mailpiler aber auch noch kann, ist die sogenannten EML-Dateien. Keine Ahnung, was EML bedeutet. E-Mail, was weiß ich, was Message, kein Plan. Interessiert mich auch nicht. Die Dateien kann der halt eben aufnehmen und dann ganz normal importieren. Dafür gibt es ein paar verschiedene Sachen. Also er kann auch eine M-Box-Datei, keine Ahnung, wo eine M-Box-Datei herkommt, ist mir auch egal. Er kann aber halt eben auch entsprechende ganze Ordnerstrukturen, wo EML-Messages drin ist, importieren. Was ich häufig vielleicht bei anderen Mail-Servern vielleicht besser finden würde, diese Option, dass man einfach sagt, okay, du grabst einfach alle 5 Minuten einfach mal nach. Nachteil ist, es könnte natürlich sein, dass in den 5 Minuten, wonach der Mailpiler grabbt, einfach schon etwas passiert ist. Und das ist auch das, eigentlich, ich finde das Wichtigste, das ist das, was ihr aus diesem Video immer mitnehmen solltet bei diesen Sachen. Wir reden hier über ein Mail-Archiv. Das heißt,
Eigentlich muss eine E-Mail in das Mailarchiv gelangen, bevor eigentlich die E-Mail am besten ausgeliefert wird. Und deswegen ist diese Option hier mit dem, ich mache das mit dem BCC erstmal generell das Richtige, weil dann nämlich einfach wirklich die E-Mail kommt rein und wird sofort weitergeleitet, bevor der Benutzer die bekommt und die vielleicht löschen kann oder irgendwie sowas. Das ist dabei super, super wichtig. Es geht um rechtliche Grundlagen. Es geht einfach darum, ihr schickt jetzt an irgendeinen, was weiß ich, was, eine E-Mail oder ihr bekommt eine E-Mail, wo was Wichtiges drinsteht. Ihr sagt, Unternehmensschädigung. Klick! E-Mail entfernen sozusagen. Das kann, dann könnt ihr die E-Mail zwar entfernen, sie landet aber trotzdem im Mail-Archiv. Und das ist einfach für, vielleicht wichtig bei irgendwelchen Rechtsstreits oder wie auch immer, wie man möchte. Ne, ist jetzt nicht mein Fachgebiet, dafür gibt es andere, aber darum geht es halt eben bei einem Mail-Archiv. Oder eine E-Mail-Mitarbeiter ist ausgeschieden, der ist jetzt schon seit 3 Jahren weg zum Beispiel. Ne? Ihr könnt im Mailpiler diese E-Mail wiederholen, weil sie ist im Mail-Archiv weiterhin noch vorhanden und verbraucht nicht super viel Speicherplatz, ist ja eben alles wegdedupliziert. Zum Thema Installation. Was habe ich jetzt im Endeffekt gemacht, um die Mailpiler-Installation, die einfach ist, rumzuwuppen? In einem meiner Livestreams hatte ich die Kollegen hier von, das steht ja glaube ich nirgendwo, SysOpsTV, auch im YouTube-Kanal, sehr coole Leute, haben sie mir nochmal gezeigt gehabt, was die für eine tolle Toolbox haben. Wir haben das Ganze ein bisschen umgebaut, ich will da jetzt wirklich nicht tiefer drauf eingehen, glaubt mir, die Installation ist scheiße. Wer es unbedingt haben will, ey, ganz ehrlich, komm zu mir, ich mache auch einen Blogpost, wo ich nochmal die Installation mit diesem Ding hier so ein bisschen umgemodelt zeigen möchte, aber glaubt mir, die Installation ist immer noch ein bisschen beschissen. Wenn es einmal läuft, wenn man einmal alle Komponenten da hat, die man da braucht, dann läuft das Ganze auch. Das ist halt kein Thema. Die Kollegen von SysOpsTV, ich kann da gerne mal was aussprechen, die sind scheinbar auf diesem Thema Mailpiler Profis. Wenn ihr es Productives einsetzen wollt, hier, mein Verweis auf SysOpsTV, bitte tut's. Ich habe mich damit jetzt lang genug rumgeschlagen. Also, ich habe es also über diese Toolbox hier installiert. Da kann man über die Konfiguration und besonders hier über die Sources Mailpiler kann man das Ganze nachher dann auch mit einem SH-Install-Script installieren. Da steht eigentlich nichts weiter drin als wirklich der händische Weg, wie man das Ganze, hier werden Repositories hinzugefügt, hier werden wirklich die Pakete mit apt-install hinzugefügt, hier wird die Datenbank optimiert und so weiter. Passiert hier drin nichts weiter. Also für die, die sich auskennen, nehmt ihr einfach quasi die Anleitung und hangelt euch einfach an dem, ja, hier ganz normal weiter. Wenn die Installation denn dann irgendwann fertig ist, ne, ich habe es ja hier schon mal aufgerufen, ich logge mich einmal aus, das war jetzt nämlich schon die Integration in Mailco, loggt man sich hier, glaube ich, ein mit admin@local und dann irgendwie Piler Rocks oder irgendwie sowas. Genau, dann landet man halt eben auf der Seite. Einstellen kann man ehrlich gesagt nicht ganz so viel, ne? Also zumindest nicht hier. Auf Konfigurationsebene der Dateien geht ein bisschen mehr. Viel wichtiger ist natürlich so ein bisschen dieses Archivrollen, Retention Rules, ne? Wo man halt eben sagt, hier könnte man sagen, von welcher E-Mail zu welcher E-Mail, mit welchem Betreff wird wie lange aufgehoben, Domain Days Retain. Ganz ehrlich, ich bin kein Legal-Typ. Ich glaube aber, ab irgendeinem gewissen Business-Status ist man eh dazu verpflichtet, E-Mails 10 Jahre lang irgendwie aufzubewahren. Gut, also Domain Retains 3650 oder irgendwie sowas. Naja, oder vielleicht halt eben auch länger. Aber so lange muss die IT auch halten. Also ganz spannendes Thema, da könnten wir uns hier Stunden drüber unterhalten, was man da alles irgendwie betrachten müsste. Ich bin halt eben kein Legal-Typ. Ganz wichtiger ist noch, wenn das Ding einmal installiert ist, funktioniert das out of the box. Wenn ihr die Integration haben wollt, so wie ich das jetzt hier habe, ne, dass ihr euch mit der E-Mail-Adresse YouTube@API-Cloud. Das ist ja wirklich kein Benutzer, der jetzt hier im Mailpiler hinterlegt ist, sondern das ist der Benutzer, der wirklich im Mailco hinterlegt ist, haben wollt. Dazu gibt es wiederum in der Dokumentation von Mailco eine kurze Anleitung, dass man halt eben den IMAP-Host freischalten muss für den Mailpiler, damit der weiß, wohin verbindet er sich. Einen E-Mail-Server leider Gottes nur. Und man muss halt im Endeffekt auch ganz einfach beschrieben, kriegt ihr hin, eine API freischalten, damit er sich überhaupt anmelden kann und halt eben auch Daten auslesen kann. Das macht ihr halt eben über einen API-Key. Falls ihr den jetzt sucht, Konfiguration, Server-Konfiguration und genau, hier direkt bei Zugang unter API steht das Ganze und dann kann man halt eben darauf zugreifen. Ihr seht, ich habe es auch sogar lokal gemacht, denn dieser Zugriff passiert schon lokal, gerade eben bei mir, wenn man sich jetzt diese Zeichnung hier anschaut. Ihr seht, es ist alles ein komplizierter Fall. Ich würde sagen, ich schicke jetzt einfach mal eine E-Mail und dann sehen wir einfach mal, ja, was passiert. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf neue E-Mail
Ich hole auch das Fenster auch hier hin, damit das auch schön brav seht. Und jetzt senden wir einfach an youtube@apicloud einfach mal eine E-Mail mit: Wir sind im Video live. Ja, keine Ahnung. Und dann drücke ich jetzt hier einfach mal auf Senden. Das dauert natürlich eine Sekunde. Mein eigener E-Mail-Server muss jetzt sowieso erstmal selber arbeiten und machen und tun. Wir navigieren so lange mal direkt zu den Protokollen und zu unserem Postfix. Da drücken wir jetzt mal auf Neuladen. Ach, guck mal, da ist es schon. Haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Wenn man jetzt ein bisschen tiefer hier reinschaut, sieht man, ah ja, der Server hat sich verbunden von meiner Schröder-Dennis-Domain, bla bla bla, IP-Adresse hier, IP-Adresse da. Aber hier mittendrin steht aber auch der BCC, ich glaube die zweite Zeile auch, dass er wirklich instant direkt hingeht, verbindet sich mit dem Mailpiler-Postfix, der eigentlich total doof ist. Ihr seht auch hier Untrusted, TLS und was nicht alles. Und schickt halt eben Header Receive from BCC und schickt das halt eben wupp, zum Archiv at Mailpiler. Einfach nur irgendeine E-Mail-Adresse. Wohin das geht, ist eigentlich scheißegal. Der nimmt sich sowieso den ganzen Header und packt nachher die ganzen Informationen, die der hier bekommen hat, einfach wieder aus und legt die E-Mail dann so ab. Und danach geht er einfach hin und packt die E-Mail dann einfach in mein Postfach. Das heißt, wenn wir jetzt hier in mein Sogo gehen, wupp, wir sind im Video, ganz normal in meinem Postfach angekommen, ich sehe hier kein BCC oder irgendetwas, die E-Mail ist ganz normal in meinem Postfach von apicloud angekommen. Viel wichtiger ist noch, wenn wir jetzt hier in die Mailpiler, da ist das Mailpiler-Video, kommt erstmal noch nicht, ich drücke jetzt mal F5, ihr seht, noch ist nichts da, denn es läuft nämlich beim Piler im Hintergrund immer ein Cronjob, auch das musste ich lernen, ne? Crontab-L. Zeigt uns das Ganze mal an und hier gibt es einen Indexer, der alle halbe Stunde E-Mails, die angekommen sind, irgendwie indexiert. Ja, ihr seht schon, das ist alles irgendwo geskriptet, alles irgendwie toll. Und dann, wenn ich jetzt aktualisieren würde, sollte meine E-Mail wohl da sein. So, und da ist sie auch, dann auch wieder 21.02. Sie kommt von, also ihr seht schon, es ist nicht manipuliert, weil wir die E-Mail irgendwie weitergeleitet haben. Der packt die wirklich aus und guckt sich wirklich an, was stand im Header drin, was für eine E-Mail war das. Also der ist sehr, sehr intelligent. Und wir sehen natürlich auch, was da drin stand. Wir hatten keinen Inhalt geschickt, aber der Subject war, wir sind im Video live. Also das Ganze ist jetzt angekommen, wir sehen, die E-Mail ist angekommen. Der Benutzer, der halt eben der Benutzer von dieser E-Mail-Adresse hat davon nichts mitbekommen, kann halt eben die E-Mail jetzt behandeln, wie er will, aber die E-Mail ist halt eben da. Ne? Und ganz ehrlich, ja, in ganz, ganz vielen Zwecken wird das halt eben gebraucht. Was für Möglichkeiten habe ich jetzt natürlich? Die E-Mail kann ich ganz normal herunterladen, die ist ja jetzt ganz normal und vollständig da. Wenn ich sage Restore to Mailbox, müsste der das ja eigentlich irgendwie über IMAP machen. Ich habe mich da eben auch versucht gehabt, keine Ahnung, ging bei mir nicht, Fehlermeldung, Fehlanzeige. Ich sag mal so rum, solange man sie herunterladen kann, ne, geht auch mit einem Klick, lädt er die Datei auch wirklich herunter und man kann sie öffnen. Ist halt eben schon mal alles cool, dann kann man sie ja auf diesem Wege halt eben irgendwie ins Postfach wieder restoren. Hauptsache, sie ist da. Genau, das nochmal zur Kommunikation. Wie gesagt, man sollte dann tunlichst vermeiden, dass dieser Weg hier noch passiert, sondern die E-Mail kommt hier rein und wird dann halt eben lokal zugestellt. Das sollte man natürlich noch umstellen. Glaub mir, Mailpiler-Installation ist immer noch eigentlich einfach, aber man stößt andauernd auf alle möglichen Probleme. Wenn es aber dann einmal läuft, dann läuft es und dann funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Und dann sind halt eben auch die Funktionen, die man halt eben im Mailpiler hat, für Mailarchiv extremst gut. Gerade mit Deduplication, großes Thema, ne, dass halt eben E-Mails sind ja eigentlich alle gleich. Und alles, was gleich ist, muss natürlich nicht gespeichert werden, sondern kann halt eben wegdedupliziert werden. So. Ich werde jetzt dieses ganze Mailpiler-Zeug hier rechtsklick entfernen, forever, never forget wegdrücken. Hat mich Stunden meines Lebens gekostet, damit ich euch hier ein kleines Video rauspumpen kann. Aber ganz ehrlich, gute Alternativen, kostengünstige Alternativen sind schwer zu finden. Und wenn das Ganze einmal eingerichtet ist, läuft das Ganze sehr, sehr gut. Ein Wort will ich dazu noch verlieren. Denkt dran, euer Mail-Archiv ist kein Backup. Ihr müsst am besten auch von eurem Mail-Archiv ein Backup machen. Ihr müsst von eurem Mailbox-Postfach oder von euren Postfächern ein Backup machen. Ich möchte eigentlich nur zu verstehen geben, dass ein Archiv kein Backup ist. Ne? Hat x Gründe, ist keine Frage, alleine auch schon, weil da es herrscht, es darf und muss unveränderbar sein und so weiter. Dieses ganze Legal-Thema, was wir gerade hatten. Deswegen, wenn ihr sowieso das einrichten müsst für euch, macht euch schlau, was für euch eure Pflicht ist, was weiß ich, was eure DIN-Norm, eure was weiß ich was. Schwieriges und komplexes Thema.
Aber ihr seht, auch mit Mailcow lässt sich das Ganze irgendwie integrieren. Jetzt kommen noch zwei Mailcow-Videos. Wir machen noch Active Sync, ziemlich geil. Wir machen noch ein bisschen Sieve, das heißt so ein paar Funktionen, die wir in Mailcow noch finden. Und dann sollten wir eigentlich mit dem Thema durch sein. Das war jetzt hier einfach eine schwere Geburt. Ich wünsche euch was, alles Gute, bleibt gesund, bis im nächsten Video, haut rein. Ciao.